Wir singen zu Beginn das Lied 411. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ganz herzlich begrüßen wir euch und Sie wieder zu unserem Internetgottesdienst aus St. Medardus in Lüdenscheid. Corona und kein Ende. Auch für den Februar haben wir wenig Hoffnung, dass sich etwas Positives ändern wird. Wir müssen es abwarten. Wenn wir die heutigen Lesungstexte in Corona-Zeiten erleben würden, wäre es auch schwierig, denn es geht darum, dass Menschen nachfolgen. Allerdings einzelne Menschen können damals wie heute sehr wohl berufen werden. Lassen wir uns deshalb von diesem Wort der Berufung heute erfüllen, auch zu Hause, an den Bildschirmen und immer wieder von Gott rufen lassen. Kommt und seht. Herr Jesus Christus, du hast damals die Jünger in deine Nachfolge berufen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Sie haben ihr Leben komplett geändert und sind dir nachgefolgt. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Auch heute möchtest du uns immer wieder in deine Nachfolge der Liebe berufen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns all unsere Sünden nach und führe uns einst zum ewigen Leben. Amen. Zum Gloria, Lied 171. Dem Herrn,
beten an den Namen dein. Jesus Christus, Gottes Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei dir mit dem Geist und dem Vater in den Höhen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du gebietest über Himmel und Erde und hast Macht über die Herzen der Menschen. Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir. Stärke alle, die sich um die Gerechtigkeit bemühen, und schenke unserer Zeit deinen Frieden durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel, und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal: Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte: Rede, Herr, dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, 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 Halleluja. Wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten des Herrn. Die Gnade und die Wahrheit sind durch ihn gekommen. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stand Johannes der Täufer
am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen: Kommt und seht. Da kamen sie und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf dann zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, Christus, den Gesalbten. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das bedeutet Petrus, Fels. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal tut es ganz gut, sich an die Anfänge zu erinnern. Wer etwa in einer Ehekrise ist und in seiner Ehe einen Durchhänger erlebt, sollte ruhig zurückblicken. Wie war das denn damals, als wir uns kennenlernten und in Flammen standen? Wie war das nochmal, die erste Zeit zusammen mit ihren tiefen Gefühlen, mit ihrer Begeisterung? Auch die Jünger Jesu scheinen in diesem Evangelium zurückzublicken. Wie war das nochmal damals, als wir den Herrn zum ersten Mal trafen? Offensichtlich können sie sich genau erinnern, selbst an die Uhrzeit. Es war um die 10. Stunde, 4 Uhr nachmittags. An Schicksals- und Sternstunden kann man sich oft sehr genau erinnern. Mir scheint, dieser erste Kontakt lief ziemlich ungewöhnlich. Da ist erst mal Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger stehen bei ihm. Seine Jünger, wohlgemerkt, nicht Jesu Jünger. Jesus kommt nun allein des Weges. Und er geht vorüber. Das ist alles. Er geht vorüber. Wie ein Straßenpassant. Mehr wird nicht gesagt. Kein Wort, kein Gruß. Jesus lockt nicht, er wirbt nicht ab. Er zieht vorbei. Aber Johannes weist auf ihn: Seht das Lamm Gottes. Eine Andeutung nur und nicht gerade eine eingängige. Aber das reicht schon, dass die Jünger ihren Herrn und Lehrer Johannes stehen lassen und hinter dem anderen, hinter Jesus hergehen. Manchmal reicht so ein kurzer Hinweis, ein kleiner Fingerzeig eines anderen und alles kann sich ändern. Nun würde man bei Jesus erwarten, dass er die beiden bisher sehr schweigsamen Jünger fragt, die hinter ihm herlaufen: Was wollt ihr? So fragt er ja oft die Kranken, die sich zu ihm hindrängen. Sie sollen sich darüber klar werden, was sie wirklich wollen, in ihrem Leben wollen. Nehmen wir die Frage ruhig auch als Frage Jesu an uns: Was wollt ihr hier in dieser Messfeier? Was wollt ihr überhaupt von mir? Aber Jesus fragt etwas anderes. Er fragt: Was sucht ihr? Das ist sehr aktuell, sehr zeitnah gefragt. Sehr viele Menschen verstehen sich heute vor allem
als Suchende. Manche sagen, ich bin religiös unmusikalisch. Das Organ für den Glauben fehlt mir noch. Ich habe den Geschmack des Glaubens nicht erhalten, nicht das Geschenk des Glaubens. Aber ich spüre, dass mir da was fehlt. Wir können nicht bloß von vollen Kühlschränken und 100 Fernsehprogrammen leben. Unseren Kindern schulden wir Werte, um die bemühe ich mich auch, um Nächstenliebe, um Schutz der Schwächeren, um Ehrlichkeit und Treue. Und immer noch fehlt dann etwas. Es muss doch mehr als all das geben. Es ist die Sehnsucht nach dem ganz anderen. Gott fehlt uns. Ich würde gerne an ihn glauben, so denken manche. Vor einiger Zeit, als Corona noch nicht regierte, war ein Brautpaar bei mir. Sie, gut katholisch, er, der Bräutigam, war zwar getauft, hatte aber sonst nicht mehr viel mit der Kirche am Hut. Aber es waren Fragen in ihm, die Suche war in ihm, die Unzufriedenheit mit dem Bisherigen. Und er fragte, was Brautpaare sonst eher selten fragen, wie kann man denn reinkommen in den Glauben? Die Antwort, die ich gab, war sinngemäß die Antwort dieses Evangeliums, auch wenn ich etwas mehr ausholte und wohl einige 100 Worte gebrauchte. Jesus kam damals mit 3 Worten aus. Kommt und seht. So beantwortete er die etwas überraschende Frage der Jünger, wo wohnst du? Kommt und seht. Das ist eine Einladung. Mit den Suchenden von damals philosophiert Jesus nicht lange herum und veranstaltet auch keine Talkshow über Sinnsuche. Er lädt sie ein zu sich. Er sagt auch, kommt, folgt mir nach. Und das heißt, geht einen Weg mit mir, einen Weg ins Neue und Überraschende und im Gehen. Nicht so sehr im Sitzen und Denken und Grübeln, im Gehen. Erfahrt ihr etwas von dem, was ihr sucht? Das Brautpaar von vorhin hatte ich dann eingeladen zu unseren Messfeiern und Festen und in unser Gemeindeleben hinein. Kommt und seht. Was werden sie sehen? Was bekommen sie zu sehen? Sicher keine Sensationen, kaum Events, keine heiligen Schauer, die ihnen dann über den Rücken laufen. Eher den ganz normalen Alltag, viel Routine und viel guten Willen und ehrliches Bemühen und ziemlich normale Menschen und hinter all dem doch immer wieder Gott. Seine Worte, seine Zeichen, seine Wege, wie Menschen heute recht und schlecht sie zu gehen versuchen. Im 4. Jahrhundert wurde ein Kirchenvater und Bischof des Ostens von einem Suchenden gefragt, wie man denn zum Glauben komme. Er gab die wunderbar klassische Antwort, komm und leb ein Jahr mit in meinem Haus. Dieser Kirchenvater ging sehr selbstbewusst davon aus, dass es in seinem Haus etwas zu sehen gibt, das sich zu sehen lohnt und das zum Glauben anstiften kann. Glauben lernt man durch Glaubende. Glauben guckt man ab von der Oma, von den Eltern, von der Kommuniongruppenmutter, von Leuten in der Gemeinde, von Glaubenden. Glauben lernt man in der Regel durch Praxis und durch Mitgehen. Beten lernt man durch Beten. Glauben lernt man, so sagt der Kirchenvater, besonders schön durch Freundschaft und Gastfreundschaft. Durch Gastfreundschaft ist der Glaube damals herumgekommen in der antiken Welt. Von einer Stadt zur nächsten, von einem Haus zum anderen. Daher ist zu hoffen, wenn ich andere Menschen einlade in mein Haus, in mein Leben, in meinen Glauben,
gebe ich Jesu Einladung weiter. Kommt und seht. Damals, ein wenig später, traf Andreas, einer der beiden Jünger, seinen Bruder Simon mitten auf der Straße und führte ihn zu Jesus hin. Den anderen sehen und einladen und mitnehmen und hinführen zu Jesus mitten auf der Straße. So fing es mit der Kirche an, so geht es weiter und so darf es niemals aufhören. Kommt und lasst uns unseren Glauben mit dem Lied 760 bekennen. Lasst uns Fürbitte halten vor Gott, der uns in seinen Dienst gerufen hat. Für alle, die den Ruf Gottes vernommen und ihn angenommen haben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die im Dienst Gottes stehen, die seine Weisung im Herzen tragen und nach seinen Geboten leben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die auf der Suche nach Gott sind und für alle, die sie ihm nahebringen können. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die unter den Auswirkungen von Corona oder anderen Krankheiten leiden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die Verantwortung tragen in Politik und Gesellschaft, in Wissenschaft und Medizin. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle Verstorbenen, besonders auch für Leonhard Haider, der sich jahrzehntelang in unserer Kirche engagiert hat. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, wir hoffen auf dich. Höre und erhöre darum unsere Bitten durch Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott. Amen. Das ist ein Schicksalsbrot.
uns den Wein, die Frucht des Weinstocks der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht in unser Kelch des Heils, Jesus, der Ewigkeit. Herr, unser Gott. Guter Gott, wir haben Brot und Wein in unsere Mitte gestellt und bitten dich, nimm diese Gaben von uns entgegen und verwandle sie für uns in Gaben deiner Liebe und deines Heiles durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns Menschen ist er selbst Mensch geworden aus Maria der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen wir dich nun als deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel zum Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm, Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm, Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist für uns der Quell aller Heiligkeit. Deshalb bitten wir dich, sende deinen Geist über diese Gaben von Brot und Wein, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig wird. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beimal das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er auch den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir hier das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen,
unseren Priestern und Diakonen, mit allen Männern und Frauen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes, Mutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Hilarius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern sind es auch. Deshalb beten wir nun voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst den weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den weg die Sünde der Welt, gib uns dein. So seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt und seht.
Zum Dank singen wir das Lied 258. Lasst uns zum Abschluss beten. Barmherziger Gott, du hast uns heute hier mit deinem Wort aus der Bibel zur Berufung gestärkt. Erfülle uns auch in unserem Leben mit dem Geist deiner Liebe, damit wir ein Herz und eine Seele werden durch Christus, unseren Herrn. Ja, normalerweise würde ich jetzt allen einen schönen Sonntag wünschen, das tun wir aber als Priester heute mal nicht. Denn normalerweise wäre zu Beginn des Jahres an diesem Sonntag der große Neujahrsempfang der Pfarrei hier gewesen, wahrscheinlich auch in vielen anderen Gemeinden und Pfarreien. Aber wegen Corona muss alles ja ausfallen und deshalb schlage ich jetzt das Rad hinüber zu der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, Gabi Weibel, und des stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Hans-Josef Weibel, und bitte Sie um Ihr Grußwort an Sie und euch zu Hause. Und ich kann versichern, wenn sich einige gleich beschweren, die beiden stehen ja zu dicht zusammen, sie sind garantiert, das kann ich bezeugen, dauerhaft in einem Haushalt zusammen. Ja, Pfarrer Rose hat es gerade schon gesagt. Eigentlich wäre an diesem Wochenende der Neujahrsempfang unserer Pfarrei, bei dem wir Rückblick gehalten hätten auf das alte Jahr und auf das neue Jahr 2021 angestoßen hätten. Das kann ja jetzt wegen pandemischer Umstände nicht stattfinden. Nichtsdestotrotz möchte ich und mein Mann diese Plattform nutzen, um allen Danke zu sagen, die sich im letzten Jahr für die Pfarrei eingesetzt haben, und gute Wünsche für das neue Jahr aussprechen. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Fahrrad fahre, und als ich darüber nachgedacht habe, was ich Ihnen sagen kann, fiel mir ein Rad ein und ich habe auch eins mitgebracht. Die Gemeinde, also in unserem Fall St. Medardus, ist der Reifen des Rades
Und unsere Mitte, sieht man es besser, ist die Narbe Jesus Christus. Die Speichen, die sind jeder einzelne von uns. Manchmal verliert so ein Rad Luft oder hat sogar einen Platten. So könnte man das zurückliegende Jahr vielleicht betrachten, in dem die Pandemie ausbrach. Fast alle Aktionen und Zusammenkünfte mussten eingestellt werden. Es kam zu Missverständnissen und Streitigkeiten, dadurch, dass nicht von Angesicht zu Angesicht gesprochen werden konnte. Aber trotzdem haben wir es doch in der Hand, neue Luft in den Reifen zu füllen. Heißt, sich neu mit Heiligem Geist füllen zu lassen, den Jesus uns als Beistand zugesagt hat, um neue Wege der Begegnung zu finden im Jahr 2021. Ganz wichtig ist es, dass wir dabei gemeinsam auf Jesus Christus schauen. Denn dann werden wir, wie es an den Speichen zu sehen ist, auch immer den gleichen Halt haben und einander näher kommen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes und gesegnetes Jahr 2021. Ja, liebe Gemeinde St. Medardus, eigentlich wären Sie es ja an dieser Stelle gewohnt, auf einem Neujahrsempfang nicht nur nachher anzustoßen, auch das können wir heute nicht machen, aber auch einen Bericht zu hören über den Kirchenvorstand und auch über die Arbeit des Pfarrgemeinderates. Auf all das wollen wir an dieser Stelle verzichten. Wir haben hier einen Internetgottesdienst. Eigentlich habe ich so überlegt, haben wir eine ganz tolle Möglichkeit mit diesem Internetgottesdienst. Wir können theoretisch zumindest auf 7 Kontinenten und wenn man es möchte, sogar auf der Raumstation ISS gesehen werden, vorausgesetzt, man sucht oder man hat eine Verbindung zu uns, zu einer katholischen Gemeinde im Sauerland, hier in Lüdenscheid, St. Medardus. Ein deutsch-amerikanischer Theologe, Reinhold Niebuhr, der Name wird Ihnen nicht bekannt sein, aber was er mal gesagt hat und das Gebet, was sich daraus ableiten lässt aus seinen Worten, das würde ich jetzt gerne mit Ihnen gemeinsam sprechen, weil es ist ein Stück weit bezeichnend für das, was wir im Moment durchmachen, was wir im vergangenen Jahr durchgemacht haben, die Zeit, in der wir leben und wie wir damit umgehen. Gott, gib uns die Gnade, mit Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen. Ja, vielen Dank für die Neujahrsgrüße. Mit Blick auf den Fahrradreifen habe ich gerade so gedacht, er könnte ja sogar verbeult und verbogen sein. Aber ich habe noch nicht mal eine 8, sondern nur 7 Punkte. Wir wünschen Ihnen allen, von den Gremien, vom Team her, alles Gute nochmal im neuen Jahr 2021 und jetzt für diesen Sonntag Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. So segne, behüte und beschütze uns alle und alle, mit denen wir verbunden sind, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin und bleibt zu Hause in Frieden.